Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir lernen heute über Artikel und Nomen wieder. Es gibt zwei Arten von Artikel. Die kennst du bestimmt schon. Das sind einmal die bestimmten Artikel. Wie heißen die bestimmten Artikel? Weißt du es? Die bestimmten Artikel heißen. Die bestimmten Artikel heißen. Der, die und das. Dann kennen wir noch die unbestimmten Artikel. Wie heißen die? Kennst du die? Die unbestimmten Artikel, davon gibt es zwei, heißen ein und eine. Also von den bestimmten Artikeln gibt es drei. Der, die und das. Und der unbestimmte Artikel gibt es nur zwei, ein und eine. Das kann man sich doch gut merken. Bestimmte drei, unbestimmte zwei. Was ist denn ein unbestimmter Artikel? Also bei einem unbestimmten Artikel geht es um ein Nomen, das ich nicht genau kenne. Also zum Beispiel, oder um eine Sache oder um eine Person. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich treffe heute eine Frau. Diese Frau hat mich angerufen, aber ich kenne sie noch nicht. Also kann ich nicht sagen, ich treffe heute die Frau, die ich ja schon kenne, sondern ich treffe eine Frau, ich habe sie nämlich noch nicht gesehen. Also sie ist unbestimmt. Oder ich gehe heute einkaufen und ich kaufe mir ein Kleid. Das ist der unbestimmte Artikel ein Kleid, weil ich bin mir noch nicht sicher, welches Kleid ich kaufe. Wenn ich aber schon weiß, welches Kleid ich mir kaufen möchte, dann sage ich, zum Beispiel zu meinem Freund würde ich sagen, oder zu meiner Freundin, ich gehe heute einkaufen und kaufe mir das Kleid hier. Ich würde zum Beispiel auf das Kleid zeigen, das ich mir kaufen möchte, weil es ist bestimmt, ich kenne es schon. Oder mit einem Ball. Ich gehe heute und kaufe mir einen Ball. Ich weiß noch nicht, welchen Ball ich möchte, deswegen einen. Oder einen Ball. Wenn ich aber weiß, welchen, dann könnte ich sagen, das ist der Ball, den ich mir kaufen möchte. Und dann zeige ich auf den Ball. Das ist der Ball. Genau den möchte ich haben. Ist also bestimmt. So, dann machen wir mal eine Übung. Ich gebe dir ein Wort und du sagst mir, wo das Wort hinkommt. Bestimmt oder unbestimmt? Fangen wir mal einfach an. Wir sagen, der Ball. Ist der Ball ein bestimmt? Ist der ein bestimmter Artikel oder unbestimmt? Der ist bestimmt. Der Ball. Geht's weiter. Eine Puppe. Bestimmter Artikel oder unbestimmt? Eine Puppe. Hier unbestimmter Artikel. Eine Puppe. Eine Puppe. Unbestimmter Artikel. Eine Puppe. Nicht die Puppe, sondern eine Puppe. Das Auto. Das Auto möchte ich mir kaufen. Ist das ein bestimmter Artikel oder ein unbestimmter? Ein bestimmter Artikel. Das Auto. Ein Auto. Ein Auto. Bestimmt oder unbestimmt? Ein Auto ist unbestimmt. Letztes Beispiel. Ich möchte eine Katze kaufen. Bestimmt oder unbestimmt? Unbestimmt. Eine Katze. Ich weiß noch nicht, welche Katze ich kaufen möchte. So, also deswegen nur irgendeine. Unbestimmt. Unbestimmt. Yes, Sir, ich möchte die Katze kaufen. Genau die mit den schwarzen Punkten. Die Wie bestimme ich jetzt. Die kaufe ich. Das ist ein
Bestimmter Artikel. Der, die, das. Die Katze. Genau die. Die Katze, die möchte ich haben.